Und per Videoschaltung zu mir geschaltet ist jetzt ORF3-Chefredakteurin Ingrid Thurnherr. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Die Polizei darf über die Identität des Verdächtigen noch nichts sagen. Medienberichten zufolge könnte es der sogenannte Bierwirt sein, den wir aus dem Sigrid-Maurer-Prozess kennen. Für alle, die das nicht mehr so auf dem Schirm haben, worum ist es denn da gegangen? Ja, eine skurrile Geschichte, die man eigentlich nur unter dem Label Täter-Opfer-Umkehr bezeichnen kann. Es ging damals die Geschichte so. Sigrid Maurer hat veröffentlicht sexistische, sehr untergriffige Postings, die sie bekommen hat, von eben diesen Bierwirten. Das hat sie so veröffentlicht und dieser Mann hat daraufhin Sigrid Maurer verklagt wegen übler Nachrede und das Absurde daran war, dass er sogar in erster Instanz vor Gericht damit Recht bekommen hat. Aber es ist dann noch einmal zu einem Verfahren gekommen, das erstinstanzliche Urteil wurde aufgehoben und im zweiten Prozess ist dann Sigrid Maurer freigesprochen worden und die zweite Klage, die es dann noch gab, die hat dieser Mann dann zurückgezogen. Das hat eine riesige Debatte darüber ausgelöst, wie soll man denn umgehen mit Hasspostings. Sigrid Maurer hat dazu ja ihre ganz eigene Methode gehabt. Sie ist bekannt geworden mit einem sehr sozusagen eindrücklichen Foto dazu. Da hat sie ihren Hasspostern den Stinkefinger gezeigt. Dieses Foto darf jetzt nicht mehr hergezeigt werden, aber es ist uns allen, glaube ich, noch in Erinnerung. Und sie hat eben die Methode des Umgangs mit solchen Hasspostings gewählt, ihre Hassposter und diese Postings zu veröffentlichen. Und das hat diesem Mann gar nicht gefallen. Und es hat dann eine lange, lange Debatte darüber gegeben. Erstens mal diese absurde Täter-Opfer-Umkehr. Darf man das veröffentlichen? Darf man sozusagen sagen, dass jemand einem verfolgt und das auch dann noch zitieren? Da ist schon ein bisschen die Kultur des Umgangs mit solchen Hasspostings sehr, sehr breit diskutiert worden. Sigrid Maurer hat am Ende in allen Punkten Recht bekommen. Das ist auch gut so. Und dass ausgerechnet dieser Mann jetzt im Verdacht steht, seine Partnerin umgebracht zu haben, das spricht eigentlich Bände. Vielen Dank fürs Erinnerung auffrischen, Ingrid Thurnherr. Warum Frauen in Österreich so oft Opfer männlicher Gewalt werden, zu dieser Frage werden wir in der Sendung noch einmal kommen.